Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate Part 60. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt geht's da weiter, wo wir aufgehört haben. Los geht's. Wir haben jetzt Maxwell Roth getötet und müssen jetzt versuchen, hier abzuhauen. Aus diesem Theater hier raus. Und wir gucken, dass wir da rauskommen. Aber wir müssen erstmal diesen bekloppten Ausgang finden. Dann erstmal gucken, wo wir hier hin müssen. Wir müssen zum Ausgang erstmal hin. So. Nee, hier drüben kommen wir nicht raus. Ah ja, aber wirklich. Warte mal. Ja. Ach komm, Jacob. Ja, danke. Komm hoch, komm hoch, komm hoch, komm, lauf, 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 lauf. Was für ein Albtraum. Ja, das glaube ich, dass es ein Albtraum ist, ja. Wow. Lauf, 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 lauf. Hä? Oh, meine Güte, ey. Nein! Och, was machst du? Ja, wenn wir jetzt so rummachst, dann kommst du gar nicht lebend raus, das ist klar. Mann. Wo ist denn hier der verdammte Ausgang jetzt? Meine Fresse, ey. Puh, die wollen mich gerade veräppeln hier ein bisschen. Komm schon rüber. So. Hier rüber jetzt. So. Was für eine verfluchte Schweinerei. Das glaube ich auch. Ja, okay, jetzt. Ja, jetzt geh doch hier runter, Mann. Güte, lauf jetzt, lauf, 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 lauf. Ja, das haben wir jetzt nicht geschafft, das war wieder klar. So. Oh nein. Hier komme ich nicht lebend raus. Ja, komm, wir und schon Leben aufbauen hier. Oh, meine Güte. Von der Zeit haben wir es jetzt nicht hergeschafft, klar, weil das auch bekloppt ist, vom Ding den Ausgang hier zu finden hier. Rüber. Ja. Das glaube ich dir, Jacob, wirklich, das glaube ich dir. Hier. Wenn wir gleich hier raus, dann hätten wir es geschafft, aber egal. Schade drum. Ist nicht schade drum jetzt. Wir haben es jetzt nicht geschafft zurzeit, aber egal. Hauptsache, wir haben es jetzt rausgeschafft. Das ist echt voll verwirrt, ohne Witz. So. Super. Das andere haben wir alles geschafft, nur das in den paar Sekunden rauszukommen. Hätten wir locker geschafft, aber das war echt durch den Brand, war das echt voll verwirrend, echt, ey. So. So, durch diesen Brand war das echt verwirrend, da überhaupt rauszukommen. So. Egal. Wir sind jetzt draußen. Und. Ja. Ordnung erschuf Unordnung. Die See erhebt sich, um die Pubs zu fluten und die Laternen zu löschen. Unsere Stadt stirbt. Tupini ist gescheitert. Lucy ist gescheitert. Lucy. Eljetzen. Pearl. Wir alle gingen ins Dunkel. Du auch. Du folgst ihnen. Jetzt ist es an mir. Die Assassinen brachten das Wilde der Natur in unsere Heimat. Menschen wurden zu Monstern, stürzten sich auf uns wie Bestien. Unsere Zivilisation muss diesen Ansturm überstehen. Damit die dunklen Zeiten nicht zurückkehren, fange ich neu an.
London wird neu geboren. Durch deinen Tod. Auf alle Fälle, da hast du recht. So. Der Edensplitter ist unter dem Buckingham Palace. Wir haben, was wir brauchen. Jetzt können wir das Eindringen planen. Warte, wir brauchen eine visuelle Bestätigung. Wenn wir da reingehen, müssen wir absolut sicher sein. Wir haben nur einen Versuch, bevor Otto Berg sich auf uns stürzt. Da muss ich schon recht geben. Wir gehen beim Palast in Stellung, aber wir warten, bis du die Daten synchronisiert hast, bevor wir losschlagen. Nun hängt alles von dir ab, Novize. Mhm. So. Neue Speicherung erstmal. Spät. Starrick setzt sich schon in Bewegung. Der Edensplitter ist irgendwo im Buckingham Palace. Soll er ihn haben? Ich habe deine Stümpereien in der Stadt verfolgt. Vielleicht solltest du meinem Urteil vertrauen. Ich habe Starricks Handlanger getötet. Und was hast du gemacht? Fragen wir doch Henry. Sollen wir? Ich habe deine Fehler korrigiert. Überhastet ist nicht schnell genug. Hör auf, Vater zu zitieren. Das ist Plato. Und es tut mir leid, dass mein Plan nichts enthält, was du zerstören kannst. Vater hatte recht, er hat deine Methoden nie gut geheißen. Vater ist tot! Genug! Ich habe Neuigkeiten von meinen Spionen. Auf dem Palastball heute Nacht will Starrick den Edensplitter stehlen. Und dann die Führer von Kirche und Land eliminieren. Einmal noch wie in alten Zeiten. Und dann sind wir fertig. Abgemacht. Wie lautet der Plan? Langsam treten wir schon ins Finale ein. Finde ich sehr gut. Ein paar Parts könnten noch kommen. Aber wie versprochen. Welch unerwartetes Vergnügen, Sie beide zu besuchen. Was gibt es Neues auf der Straße? Mrs. Disraeli, wir haben etwas innerhalb des Buckingham Palace entdeckt, das womöglich eine Gefahr... Was meine Schwester sagen möchte, ist, dass wir Zugang zu dem Ball heute Nacht benötigen. Oh, unmöglich! Selbst wenn zufällig noch ein paar Einladungskarten übrig wären, was nicht der Fall ist, oh, dann könnte jemand Ihres Standes... Wenn dieser verdammte Nagletstone heute Abend anwesend ist, können Sie meine Karte haben. Perfekt, dann gehe ich allein. Mrs. Disraeli... Falls Sie so freundlich wären, meinen geliebten Bruder über den Wohnort der Gladstones zu unterrichten, kann er vielleicht sein Talent einsetzen, um deren Karten zu konfiszieren. Amüsant! Hast du gehört, Dizzy? Wir stibitzen die Einladungen der Gladstones! Danke, dass du mich dafür meldest, Schwesterherz. Oh, gern geschehen. Mein Bruderherz. Nun, Mrs. Disraeli, entschuldigen Sie mich bitte, ich muss den Maharaja aufsuchen. Ich habe den Verdacht, dass er eine zweite Ausführung eines gewissen Gewölbeplans hat. So. Zug safe, wo ist der? Evie hat vielleicht Nerven. Er handelt mich wie ein Kind. Jetzt mal schnell hier rüber. Ah, hier ist der Zug safe, perfekt. So. Dann machen wir jetzt. Machen wir mal erstmal Fähigkeitspunkte. Ja, ja, ich weiß, wir sind Sequenz 9. Doppelter Ärger, ja klar. Erstmal die Fähigkeitspunkte angucken. Oh ja, genau, das ist jetzt okay. Jetzt ist es perfekt. So. So, das machen wir so. Dann das. Einen haben wir noch übrig hiermit. Okay. Dann muss ich nur noch die anderen alles hier holen, weil das andere geht ja nicht für mich, das andere ist für Evie. Aber da kann ich leider auf Evie leider nicht mehr wechseln. So. Okay, den haben wir jetzt. Kommen wir nur noch Starrick.
Warte, gehen wir erstmal schon hier rüber. Dieser Stock steht dir recht gut. Ja, danke. Ja, komm schon, lass mal runter schnell. Perfekt. Nein. Na toll, jetzt muss ich das auch noch machen, ey. Kann dann. Ja, super, ey, wirklich. Das fängt jetzt wirklich gut an. Das wollte ich eigentlich gerade gar nicht machen. Jetzt geht's aber hier weiter. Na super. Das fängt jetzt wirklich gut an. Super, ey, wirklich. Wie gut ist das da? Weiter geht hier mit. Ja, ich weiß, keinen Polizisten töten. Habe ich auch nicht vor. Werde ich auch nicht diesmal. Diesmal werden wir das ohne Fail hier machen. Ohne Polizei-Fail töten. So, erstmal schnell. Oh, ich muss echt auf die Straße kommen hier. Das geht ja sonst nicht. Lass mal hoch mit dir kommen. So. Endlich, ich wollte nur auf die Straße, das war alles. Oh, gut gehalten, Chillkopf. jetzt brauche ich eine. Die Kutsche ist mir jetzt egal. Hauptsache, ich habe eine Kutsche. Ah, ja, gut, dann nehmen wir mal den Feuerwehrspritzerwagen da. Runter mit den halt. So. Los geht's. Hü, hopp. Akatomin. So. Auf zu den Gladstones. Ach, Hilfe. Weg. Alle mal weg jetzt hier. In Herrgott's Namen. Weg. Auf zu den Gladstones. Hier rein. Ah, ne, da drüben rum. So. Genau. So. Weg jetzt. Selber schuld, warum haust du nicht ab? Dann sollte ich irgendwas. Ah ja, stimmt, ja, geht ja gerade nicht, weil irgendwie muss ich ja um was anderes kümmern. Habe ich fast vergessen. Sorry. Die muss ich ja echt um was anderes kümmern hier. Na also. Noch 900 Meter, dann haben wir es geschafft hier. Los geht's, weg, wieder rein, alle. Hier, rum jetzt, so. Ich würde gerne was anderes machen, aber kann ich leider nicht, weil ich muss ja hier leider, wie schon gesagt, hier weiter durchkurven mit dem ganzen. Weg. So. Ja klar, man kann nicht ganz unten zerstören. So. Wie hot. Jetzt kraut doch mal alle ab hier, Leute. Echt. Wir sind fast ab, wo wir hinwollen. Weg jetzt, komm. Weg. Jetzt haut doch mal, Alter. Wenn ich noch einmal da so hinstelle, sehen. Richtig Probleme. Jetzt haut endlich ab hier, verdammt noch eins. Kommt so genau, ey, wie ihr hier nicht abhauen wollt. So. Der war es heute Nacht. Sie müssen die Einladung mitgenommen haben. Komm, Chekhov. Steh auf. Lass mal mit der Kleine treten. Sind hier eben zufällig zwei Kutschen vorbeigefahren? Ja, Sir. Eine mit einem Mann drin und eine mit einer Frau drin. Die haben sich getrennt. Wo ist der Mann hin? Da lang. Danke. Herzlichen Dank. So. Ja, ist klar. Okay, dann beenden wir jetzt hier wieder den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei wart. Abonniert bitte meinen Kanal. Gebt einen Daumen hoch. Schreibt in die Kommentare. Das wäre nämlich sehr nett. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Also auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.